Theoretiker, One Piece-Theorien und mehr. Jo Leute, schönen guten Tag, willkommen zu einem Manga-Chapter-Review auf meinem Kanal. Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich jetzt alle, warum kein Stream gekommen ist und das lag an technischen Problemen. Nächste Woche wird er ganz normal wieder stattfinden. Ich habe sie auf Instagram auch angeteased, dass er kommt. Er ist dann letztendlich nicht gekommen, es tut mir leid, Leute, technische Probleme. Wenn das Internet nicht so will, wie man selber will, dann mache ich das aber in Form eines Podcasts. Ich habe mir gedacht, ich ziehe das genauso auf, wie ich den Stream aufziehe. Ich bin zwar nur alleine, Leute, ich hoffe, es stört euch nicht. Ich werde das Chapter komplett einmal Revue passieren lassen, werde es komplett einmal erklären, also das Geschehen aufs Geschehen eingehen, dann auf weitere Theorien, denn Leute, das Chapter war einfach extrem krass. Es war richtig stark. Also Katakuri gegen Ruffy. Es ist real. Wir haben den Kampf jetzt schon gesehen. Wir haben gesehen, wie überlegen Katakuri ist, Leute. Und darauf gehe ich jetzt noch näher ein. Deswegen lehnt euch zurück, genießt den Podcast, holt euch Popcorn. Viel Spaß. One Piece Kapitel 879. Big Mom Commander Katakuri. Und das ist einfach extrem krass. Dass das Chapter schon nach Katakuri benannt wurde, bedeutet schon, dass es wirklich auch Katakuri-lastig ist. Und es war auch Katakuri-Ruffy-lastig. Am Anfang aber natürlich haben wir noch ein paar andere Szenen, wie zum Beispiel alle. Also die Strohhüte, Brooke, Chopper, Carrot, ich ziehe sie auch jetzt mal mit dazu. Und natürlich Nami, sie trauern alle extrem. Es regnet auch natürlich, damit die ganze Szenerie einfach stimmt. Regnet es auf der Sunny. Sie sind letztendlich jetzt ein bisschen entkommen. Durch den Coup de Bar sind sie ein bisschen in die Ferne gekommen. Es regnet, alle sind am Weinen und trauern um Pedro, weil er hat es einfach getan. Er hat sich umgebracht, er hat sich geopfert für das Überleben der Strohhüte, beziehungsweise auch das Überleben von Ruffy, weil er hat irgendwas gewusst. Er hat irgendwie gesagt, dass es der Richtige ist, auf den alle warten. Was genau dieses Mysteriöse bedeutet, was er dort gesagt hat, das kann ich euch noch nicht sagen, Leute, aber ich glaube, wir werden es früher oder später erfahren, wenn sie denn auf Wano Kuni angekommen sind, aber wir wissen ja alle, letztes Chapter hat Ruffy Katakuri in den Spiegel reingezogen und hat den Spiegel zerstört, es gibt kein Entkommen, sie sind in der Spiegelwelt, sie können sich dort komplett austoben, es gibt kein Zurück, sie müssen eins gegen eins jetzt kämpfen und nur der Sieger wird rauskommen und wenn Ruffy da nicht rauskommt, Leute, dann ist die Story letztendlich vorbei, weil es bedeutet gleichzeitig der Tod. So, weiter zum Chapter, als sie dann alle mehr oder weniger fertig waren mit dem Trauern, sah man dann auch, dass Big Mom übers Wasser läuft, Leute, und das ist ein einfach ein Riesenschrecken. Wir haben uns schon alle gefragt, wird sie vielleicht auf der Wolke hinterherfliegen? Wie wird sie es machen? Wie kommt sie hinterher? Vielleicht mit ihren Schiffen oder... Also ich habe gedacht, auf der Wolke. Sie wird einfach auf Zeus sich raufsetzen und dann einfach dort hinterher fliegen, weil sie wird nicht ruhen. Sie hat dort voll den Coup de Bass ins Gesicht bekommen und der Wedding Cake ist ihrer Meinung nach noch auf der Sunny oder irgendwie und sie will den unbedingt haben und hier sieht man es auch wieder. Sie läuft auf dem Wasser. Ich habe erst gedacht, was ist das für eine Technik? Kann sie eventuell mit ihren Füßen das Wasser, was unter ihren Füßen letztendlich ist, materialisieren zu Haki und darauf laufen? Wirklich, sowas habe ich gedacht, weil, wie gesagt, andere können auch Schwerter und sowas materialisieren. Wir haben in dem einen Special auf Nebulandia mal gesehen, dass einer so einen Fächer, das wir natürlich nicht richtig kennen, aber der hat so einen Fächer auch verformt und sowas mit Haki. Und da habe ich gedacht, okay, kann sie eventuell einfach das verfestigen unter ihren Füßen und kann letztendlich über Wasser laufen? Nein, Leute, es ist Perus Pero. Und der hat ja voll die Bombe von Pedro abbekommen. Pedro ist ja gestorben, weil er letztendlich ihn aufhalten wollte, aber Perus Pero lacht immerhin. Er hat immer noch ein Lächeln im Gesicht und er hat es irgendwie geschafft. Er ist der erste Sohn von Big Mom und er lächelt ihm fehlten Arm, ihm wurde ein Arm rausgerissen, was extrem brutal ist. Er ist voll mit Blut, er ist komplett zerfetzt, aber letztendlich ist er noch da und er sitzt auf der Schulter, mehr oder weniger auf Napoleon, auf dem Hut von Big Mom, macht dort unter ihr das Wasser alles zu festen Candy, also zu festen Süßigkeiten, damit Big Mom letztendlich in Windeseile den Strohhüten hinterherkommen kann. Und ich glaube auch nicht, dass sie darauf läuft, ich glaube, sie wird sozusagen getragen von diesen Candies und es sieht, glaube ich, einfach krass aus. Ich bin gespannt im Anime, wie es aussieht, das muss so ein Szenario sein, weil es auch noch regnet dazu und wir sehen auch Perus Pero, Leute, das ist einfach krass. Ey, er hat mich sofort an Piccolo erinnert von Dragon Ball. Er kann einfach seinen Arm mit Süßigkeiten ersetzen, weil er ein Logia-Nutzer ist, kann er einfach seine Hand wieder komplett nutzen und er hat sozusagen wie, ja, bei Kusan haben wir es gesehen mit seinem Bein, er hat das auch als Eisbein sozusagen, er hat ein Eisbein bekommen, kann man fast schon sagen. Und hier ist es auch mit Perus Pero so, er hat jetzt so eine Candy-Hand, aber er sagt trotzdem, er regt sich auf darüber, dass er, wenn er einen heißen Tee trinkt oder sowas, dass es dann sich letztendlich auflöst oder schmilzt, das Candy. Aber hey, immerhin hat er eine Hand wieder und er lebt. Also Pedro ist anscheinend gestorben, obwohl wir auch die Leiche von Pedro noch nicht bestätigt gesehen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass Pedro, ihr lacht jetzt, Leute, ich kann es mir vorstellen, Pedro darf eigentlich nicht leben nach der Aktion, nach der Bombe, was er angerichtet hat, aber es ist One Piece und ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwo noch richtig verkrüppelt irgendwo liegt, auch vielleicht ohne, ihm fehlt auch ein Bein oder noch ein Arm oder sowas und er schafft es letztendlich noch irgendwie, den Strohhüten noch einen weiteren Vorsprung noch zu verschaffen mit irgendeinem Move, den er noch macht. In den nächsten ein, zwei Chaptern, denke ich, kann sowas noch passieren. Es wäre zwar ein bisschen albern, weil eigentlich dürfte er nicht mehr leben und es sollte auch jetzt gut sein, er hat seinen Moment gekriegt, er hat seinen Satz gesagt und es sollte jetzt auch so sein, dass er stirbt.
stirbt, aber ich denke, er wird vielleicht noch einen Auftritt kriegen, weil Perus Piro halt auch noch lebt. Und dann war sein Tod letztendlich fast umsonst, kann man sagen. Natürlich, sie sind jetzt erstmal entkommen, haben ein bisschen Vorsprung ausbauen, aber ansonsten hat es nichts gebracht. Ja, dann haben wir noch einen kurzen Schwenker zu Sanji, Pudding und Chiffon, wie sie letztendlich auf Chocolate Island dort ankommen. Und das ist ja alles mit dem Kuchen und sowas. Die sind jetzt langsam auf den Weg, oder besser gesagt, sie kommen langsam an. Ich finde das ein bisschen schade. Ich habe gedacht, jetzt gerade zu der Zeit sind die schon lange dabei und beziehungsweise Sanji, der Meisterkoch, der Meisterkonditor, hat das schon alles fertig gemacht. Aber der Weg dauert anscheinend doch ein bisschen länger, als wir alle vermutet haben. Und dann sehen wir endlich, was in der Spiegelwelt abgeht. Und ich finde es geil, dass wir dort einfach den Einblick sofort kriegen. Ein Chapter danach, wo sie letztendlich reingegangen sind und die große Gegenüberstellung von Ruffy und Katakuri da war. Jetzt sehen wir es einmal, wie sie sich gegenüberstehen. Erstmal die Spiegelwelt sieht verdammt geil aus. Also sieht total verwirrend, total ein Wirrwarr, voll krass. Also sieht richtig gut aus, die Mirror World. Und dort sind auch noch kleine Vasallen von Katakuri bzw. von Big Mom drin, die auch schreien, es ist jetzt total verloren. Ruffy, du hast keine Chance. Das war's für dich, Stroh. Denn Katakuri ist der stärkste von allen drei Kommandanten. Er ist der stärkste. Er ist also unter Big Mom der stärkste. Also er ist wirklich die rechte Hand von Big Mom. Wussten ja immer nie, wer ist so der stärkste von den ganzen Kommandanten. Cracker, 11 Stunden hat dieser Kampf gedauert gegen Cracker. Was bis jetzt der längste Kampf von Monkey D. Ruffy war, unser Protagonisten, Leute. Und jetzt steht er einem gegenüber, der stärker ist als er. Er ist stärker und das wird ein Kampf auf Leben und Tod. Und wir sehen es jetzt schon. In diesem Chapter wurde Ruffy sowas von verprügelt. Er wurde sowas von vernichtend geschlagen, meiner Meinung nach. Wir werden sehen, was in diesem Chapter passiert. Ich gehe jetzt auf den Kampf ein. Und zwar sahen wir einmal Ruffy, wie er mit der Hawk Gatling gegen Katakuri versucht, irgendwas anzurichten mit einer Hawk Gatling. Aber Katakuri kann mit diesem Mochi aus seinem Rücken mehrere Hände, Tentakelarme und sonstiges rauskommen lassen, was einfach krass ist. Und damit wehrt er den ganzen Shit erstmal ab. Und Leute, er hat einfach, also ich zähle hier auf einem Panel gerade 10 Arme, beziehungsweise 10 Hände, die alle mit Haki ummantelt sind. Und da steht der Ruffy mit gegenüber und er fragt ihn auch, na, ist das nicht ein bisschen effizienter als deine 2 Hände nur? Er kann sozusagen 10 Hände und ist damit einfach 5-mal so effektiv wie Ruffy mit seinen 2 Händen. Und damit schlägt er einfach auf Ruffy ein. Mit den 10 Händen, 10 Armen schlägt er auf Ruffy komplett ein. Und er ist ja auch schneller, beziehungsweise so wie es für mich wirkt, ist er schneller als Ruffy und hat mehr Schlagkraft. Und er ist einfach auch gnadenlos. Er geht auf Ruffy los, alles zerspringt, alles zerschlägt und er prügelt auf Ruffy los. Und sogar seine eigenen Leute sagen schon, dass es unfair ist, was er da gerade tut. Und das Geile ist, er will Ruffy auch noch klar machen, dass wirklich Mochi immer Gummi überlegen ist. Es ist sozusagen das bessere Gummi. Er sagt, er ist ihn in allem überlegen. In Speed, in Power. Das schätzt er selber so ein. Was natürlich erstmal so klischeehaft ist in einem Anime, beziehungsweise in Manga, dass der Antagonist erstmal extrem überheblich ist und von sich total überzeugt ist, was oft so ist, aber es ist hier wirklich der Fall. Also, er ist einfach extrem überlegen. Ruffy ist schon voll am Bluten. Nach dem einen Angriff ist er komplett am Bluten. Seine ganzen Augen, aus dem Mund kommt Blut. Und Ruffy ist sogar schon im Gear 2 Modus, jetzt sehen wir. Und jetzt komme ich nämlich auch zu dem Punkt, Leute. Wir sehen, dass er wirklich schon in der Gear 2 Form ist, weil er macht Hawk-Attacken und wir sehen ihn sogar dampfen, auch im Manga. Er macht sogar einen Hawk-Stempel auf ihn, also einen Hawk-Stempel, Leute. Wie krass ist das? Das ist eine der schnellsten Attacken, die Ruffy kann. Und Katakuri ist der easy-cheesy ausgewichen, ist über ihn. Ruffy hat ihn kaum gesehen, man merkt es so, man sieht es hier richtig geil gezeichnet, dass Ruffy es im letzten Moment erst merkt, dass er über ihn schon ist, also so schnell ist Katakuri, er ist wirklich Ruffy in jeder Hinsicht total überlegen. Und das ist das Ding, Ruffy ist in seiner Form, wo er wirklich am schnellsten ist, also ich glaube nicht, dass er mit Gear 4 schneller ist als mit Gear 2, natürlich Gear 4 ist stärker, er kann da, hat da viel mehr Schlagkraft, kann damit fliegen und sowas, aber ich denke trotzdem, dass Ruffy immer noch ein Tickchen schneller ist, wenn er Gear 2 hat und richtig wirklich sich pur auf die Schnelligkeit, auf diese Agilität einfach konzentriert. Und ich glaube, das hat uns einfach gerade gezeigt hier, dass in der schnellsten Form, die Ruffy machen kann, einfach Katakuri immer noch schneller ist. Und deswegen meine Theorie immer noch, Ruffy zeigt jetzt hier in der Spiegelwelt eine neue Form, die für seine Schnelligkeit spricht, weil ansonsten kann er ihn nicht besiegen. Er ist einfach zu langsam, er ist einfach zu lahm. Wir sehen, wie gesagt, er ist über ihn gesprungen, über Ruffy, nach dem Hawk-Stempel und hat einfach Ruffy sowas von volles Pfund in die Fresse getreten. Also das ist, sieht einfach sowas von heftig aus. Ruffys ganzer Kopf ist am Zittern, da kommt sofort Blut und es sieht extrem krass aus. Er fetzt durch die gesamte Spiegelwelt. Und das Krasse ist, Ruffy ist diesem einen Angriff noch im letzten Moment ausgewichen, als er von oben gekommen ist. Also er hat sich wirklich mit Gear 2 mit kompletter Schnelligkeit so wegteleportiert. So sieht es immer aus mit diesen Strichen, die einfach so verschwinden im Anime. Und so sieht es hier auch im Manga aus. Aber Katakuri hat trotzdem noch sofort erkannt, wo er sich, ich sag mal in Klammern, hinteleportiert. Weil es sieht wirklich aus wie eine Teleportation. Ihr kennt diese Anime-Geschwindigkeit. Und das hat Ruffy noch im letzten Moment versucht einzusetzen. Aber selbst das, keine Chance gegen Katakuri. Und geil ist wirklich auch, dass Katakuri sich mit ihm messen will. Er sagt wirklich zu Ruffy, wollen wir als nächstes unsere Stärke testen, weil das war
war ja sozusagen Test auf Schnelligkeit. Und den Test auf Schnelligkeit hat Katakuri gewonnen. Er ist ihm eigentlich überlegen in Schnelligkeit. Und jetzt kommt die Kraft. Also jetzt kommt wirklich die Messung in der Kraft. Wer hat die größere Schlageskraft? Und da denke ich mal, Ruffy, habe ich gedacht, so, okay, der kann gut was reißen, weil Elephant Gun, Elephant Gatling, das sind so große Bomben mit Haki ummantelt, die auf einen einprügeln. Oder eine King Kong Gun letztendlich. Das ist sowas von stark. Aber Leute, natürlich, wie schon zu erwarten. Und das Krasse ist, Ruffy reagiert sofort natürlich und pumpt seinen Arm auf, beziehungsweise seine Hand wieder und will eine Elephant Gun rausballern. Aber Leute, natürlich, wie man schon erwartet, kann Katakuri auch dieses, er kann auch mit Mochi seinen Arm einfach vergrößern, auch verlängern und sein Arm ist einfach, also ich will nicht sagen, aber der ist mindestens 6-7 mal so groß wie die kleine Faust von Ruffy und wir wissen es zwar nicht, aber es sieht so aus, als wenn er das wirklich das erste Mal macht. Also Katakuri wirkt nämlich so, dass er einfach die Attacken kopiert von dem Gegner, den er gegenüber steht und da ist die Frage, gegen wen hat er denn schon gekämpft? Von wem kann er denn vielleicht noch Attacken? Weil er kann mit diesem Mochi anscheinend alles formen. Vielleicht hat er von anderen bekannten Gegnern, Antagonisten, die wir vielleicht auch schon kennen in der One Piece Welt, vielleicht hat er dort auch schon Attacken irgendwie gelernt, kopiert und kann die auch noch einsetzen im Kampf. Deswegen, der Kampf wird auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall mit dieser Riesenbombe, diesen zwei Elephant Guns, die aneinander geprallt sind und wirklich die 10-mal so große von Katakuri hat. Ruffy ist einfach total zerdrückt und zwischen den Fäusten sehen wir Blitze und diese Blitze, Leute, wirklich, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das Königshaki-Blitze sind. Wir haben keine Bestätigung, aber es wirkt für mich so, dass es Königshaki ist und eigentlich müsste es das auch sein. Also Katakuri, so ein Mann, der so stark ist, der müsste Königshaki haben, meiner Meinung nach. Und es sieht auch wirklich so aus. Ihr könnt das euch ja mal selber angucken. Und ganz am Ende sehen wir Ruffy komplett in die Wand gedrückt, also richtig reingepresst und voll mit Blut. Und dort ist er bewusstlos und guckt einfach nur nach unten. Und dort wird auch nochmal erklärt, ja, ein 1 Milliarden Berry-Mann ist einfach extrem krass. Und wir haben es jetzt gesehen, er hat wirklich Ruffy komplett vernichtet. In ein paar Chaptern, also beziehungsweise ein paar Seiten hat er ihn komplett vernichtet. Und Ruffy hat ihn nicht mal ein Haar gekrümmt, was einfach extrem krass ist. Die Frage ist natürlich, wird Ruffy zurückkehren nächstes Chapter? Ich sage ja. Er wird sie natürlich nochmal wehren und er wird natürlich nicht gegen ihn aufgeben. Er muss ja natürlich erstmal nochmal G4 einsetzen, seine stärkste Form. Ich denke, die wird er nochmal einsetzen, wird dann immer noch verkacken und dann muss was Neues herkommen. Er ist zwar jetzt schon ziemlich am Ende, aber es muss was herkommen, Leute. Ich bin richtig gespannt. Sonstige Szenarien. Mir fallen eigentlich so viele Szenarien ein, was jetzt passieren kann. Also, wenn Ruffy jetzt wirklich verloren hat und wirklich richtig einmal so ein Punkt gesetzt werden sollte, okay, Ruffy ist immer noch eine Made, weil bis jetzt haben wir noch keine richtige Niederlage gehabt nach dem Training jetzt in der neuen Welt. Haben wir nichts gehabt, wo Ruffy ansatzweise irgendwie so krass an seine Grenzen gegangen ist, dass er so komplett vernichtet wurde. Einfach überlegen, einfach komplett lächerlich hat er sich dort gemacht eigentlich, weil er hat auf Welle ihn mitgenommen in diese Spiegelwelt, wollte dann richtig Action machen da drinnen. Aber Leute, unser Ruffy hat einfach verkackt. Eine Option wäre natürlich noch, dass er jetzt verliert und Katakuri mit rauszieht und dann geht's weiter. Letztendlich wieder so ein kleiner isolierter Ruffy-Arc, wie wir es damals hatten bei Impel Down und Marineford, dass Ruffy mitgenommen wird und vielleicht kommt es dann so, dass die Windsmokes ihn noch retten oder es könnte so viel passieren noch, Leute. Aber ich glaube wirklich, in der Spiegelwelt, das wäre ein bisschen unbefriedigend, wenn jetzt am Ende des Arcs kein richtiger Kampf kommt. Und wir wissen jetzt bestätigt, das ist die rechte Hand, das ist unter Big Mom der Stärkste, was es dazu da gibt bei den Big Mom-Piraten. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass Ruffy gegen ihn kämpft und ihn am Ende auch besiegt. Wie er das macht, ist wirklich die Frage. Leute, ich will es callen, ich will es wirklich callen. Also es kommt auf jeden Fall eine neue Form. Hier in dieser Spiegelwelt kommt 100% eine neue Form. Ich bin mir zu 100% sicher. Wenn das nicht so ist, weiß ich nicht. Aber Ruffy muss irgendwas auspacken. Ruffy muss stärker werden, Leute. Jetzt kommt wieder der bekannte Satz aus der One Piece YouTuber-Szene, aber er muss jetzt wirklich, er muss stärker werden. Es gibt keine andere Wahl. Wir haben gesehen, in Bezug auf Kraft und auf Schnelligkeit ist er Katakuri einfach extrem unterlegen. In beiden. Also nicht nur doppelt so stark ist Katakuri, er ist 3-4-mal so stark wie Ruffy. Also extrem krass. Also ich kann mir vorstellen, dass eventuell eine Schnelligkeitsform kommt. Also das, sowas müsste eigentlich kommen. Aber es müsste auch gleichzeitig noch was kommen, wo er stärker wird. Normalerweise Gear 4. Ob Gear 4 jetzt ausreicht, also meiner Meinung nach ist Gear 4 immer noch ein bisschen langsamer als Gear 2. Aber eventuell soll das einfach die verbesserte Form sein, dass Gear 3 und Gear 2 vereint wird. Und das ist dann Gear 4 letztendlich mit Schnelligkeit und mehr Kraft. Und dass diese Kraft, wenn wir vielleicht Gear 4 haben nachher, jetzt nächstes Chapter, dass wir dann sozusagen einen Gleichstand haben. Das wäre meiner Meinung nach noch ein bisschen zu krass. Also es wäre ein bisschen ungerecht eigentlich, weil Cracker, Gear 4 hat nicht ausgereicht für Cracker und dann sollte eigentlich der stärkste Süßigkeitenkommandant kein Problem haben mit Gear 4. Deswegen glaube ich, dass selbst ein Gear 4 noch lange nicht ausreicht und ich will es jetzt einfach mal sagen, Leute, Gear 5, es muss was kommen, wo mehr Stärke kommt und auch mehr Schnelligkeit. Deswegen so eine Gear 4, so eine Zwischenform wieder mit zum Beispiel mit Tankman, das war natürlich eine Form, die war
ja, temporär vielleicht intelligent, weil die Klinge von Cracker nichts mehr anrichten konnte, weil er halt eine komplette defensive Form hatte und das war gerade das Beste in diesem Falle, aber letztendlich hatte er damit auch nicht mehr Stärke oder sowas und Schnelligkeit ja gar nicht und das ist das Ding. Es kann jetzt nicht so eine Zwischenform kommen, wo er einfach mehr Schnelligkeit hat oder sowas, weil wir haben gesehen, auch die Kraft reicht nicht aus. Das sollte uns jetzt einfach bewusst sein, Ruffy ist zu langsam und zu schwach und jetzt muss was Neues kommen. Wenn wir Gear 4 haben, würde es einfach, wenn man 1 und 1 zusammenzählt, macht es keinen Sinn, weil das Gear 4 jetzt gegen ihn noch ankommen kann, weil Gear 4 hat nicht mal gegen Cracker ausgereicht und Cracker ist schwächer als Katakuri, da haben wir die Bestätigung in diesem Chapter bekommen. Deswegen kann Gear 4 auch nicht gegen ihn ausreichen, wenn es nicht mal gegen Cracker gereicht hat und deswegen muss eine neue Form kommen. Das ist einfach 1 plus 1, Leute. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Also ich denke, ich will nicht Gear 5 sagen, aber es ist einfach so auf der Hand und es wäre auch geil, wenn es jetzt kommt, hier in der Spiegelwelt, dass Ruffy einfach, ich sag mal, komplett seinen Körper strapaziert und eventuell auch seine Teufelskraft erwacht. Sowas kann ich mir auch vorstellen. Das wäre der perfekte Kampf und Katakuri sieht einfach extrem geil aus. Ich hab's hier nochmal und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, ob es Königshaki mit im Spiel ist, ob Katakuri auch Königshaki hat. Es sieht einfach so aus, diese Blitze. Es muss so sein. Und ich dachte immer schon, dass Ruffys Elephant Gun einfach extrem riesig ist. So eine Riesenfaust. Also die Faust eines Riesen. Aber die Faust von Katakuri ist einfach 10-mal so groß. Also da ist die von Ruffy einfach lächerlich gegen. Also wirklich, das ist einfach krass, dass es sowas noch gibt, dass wir sowas noch kriegen, dass wir jemanden haben in der Spiegelwelt letztendlich, wo überall Spiegel sind, der auch noch Ruffys Angriffe kopiert, beziehungsweise sie kopiert, aber gleichzeitig noch verbessert, also so krass perfektioniert die Angriffe und das beim ersten Mal, es sieht ja wirklich so aus, dass er das erste Mal macht, also es würde mich wundern, wenn er immer so kämpft schon mit diesem Elephant Gun, also mit diesen riesen Faust mit Haki ummantelt und ja, dieser Gatling letztendlich mit diesen 10 Armen, es ist einfach Ruffy in viel krasser. So Leute, habe ich 15 Minuten bzw. 16 Minuten gelabert über das Chapter aktuell und ich weiß nicht, ist zwar nicht so lang wie ein Stream, ich könnte noch ein bisschen länger labern, noch ein paar Einfälle sagen, aber ich will jetzt die kommende Woche, beziehungsweise jetzt vielleicht auch noch jetzt Sonntag oder so, habe ich vielleicht auch noch ein Video raus morgen. Mal gucken, Leute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch behandelt haben wollt in Bezug auf diesen Kampf oder allgemein diese Thematik. Ich will nächste Woche mal ein bisschen über aktuellere Themen reden, also über diesen Kampf, über vielleicht 3 Optionen, wie Ruffy Katakuri schlagen kann, weil es gibt noch eine geile Idee. Für die Leute, die mir auf Twitter folgen, wissen schon, was ich meine. Ich habe da so ein kleines GIF gepostet. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare bzw. schreiben, was ihr so behandelt haben wollt. Dann behandle ich das. Ansonsten war es das mit dem Video, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.